Schönen guten Morgen hier bei uns auf OL24TV. Heute haben wir Full House quasi. So viele Gäste haben wir schon lange nicht mehr gehabt hier bei uns auf OL24TV in der Morning Show. Heute ist ja der große Opernball. Wir berichten live, der 64. Opernball. Und unsere Moderatorinnen Denise Neher und Denise Eichelburg werden da durch den Abend führen. Und die sind großartig eingekleidet worden. Liebe Zuseher, Ihnen wird das Wasser im Munde zusammenlaufen, wenn wir Ihnen gleich die Kleider von den beiden Damen vorstellen. Und zwar wurden sie eingekleidet von der Modeschule Michl Beuern. Und da jetzt bei uns der Direktor Johannes Tügelhofer. Schönen guten Morgen. Dann Nadine Liebmann und Lisa Bader hier bei uns auf OE24TV. Ihr habt die Damen eingekleidet. Wie werden denn Denise Neher und Denise Eichelburg auftreten? Wie schauen die Kleider aus von den beiden? Also ich habe ein schönes weißes Kleid genäht mit einem Plissé und die Lisa hat ein rotes Kleid genäht. Möchtest du dazu was sagen? Ich habe einen großen V-Ausschnitt eben gewählt, darunter eben ein Top, damit dann doch nicht der Ausschnitt zu groß ist, weil es ist doch eher ein feiner Anlass und ja. Also gehen wir jetzt mal konkret auf die Denise Eichelburg ein, das ist die Linke. Zu dem Kleid, was ist da konkret zu sagen? Wie stilvoll ist das für den heutigen Abend? Es ist halt auch eigentlich sehr jugendlich, sehr frisch. Die Farbe ist eben dadurch, dass es so schön glänzt, natürlich ideal für den Opernball und eben dann doch noch sehr tailliert eben an der Taille mit dem Gürtel. Und ja, also es steht ja sehr gut. Heuer war ja Opernball ziemlich viel, weißt du, viel weiß. Ja. Oder nicht Opernball, oder Oscarpreis verleihen. Viel in weiß, gell? Sehr viel. Also weiß ist eine Trendfarbe natürlich im heutigen Jahr. Und man hat auch gesehen, wie die Moderatorin in der Schule war. Sie ist ja irgendwie abgehetzt gekommen vom Tag. Dann hat sie dieses Kleid angezogen und war glücklich. Und das war wirklich für uns ein schöner Moment eigentlich. Ja. Schauen wir uns noch das Kleid von der Denise Neher noch einmal konkret an, dass wir uns dann noch ein Wort zu Denise Neher kurz noch verlieren. Das ist ja auch ein wunderbares Kleid. Was ist konkret zu Denise Neher zu sagen? Also es war... Da haben wir es jetzt eingeblendet, das ist die rechte Dame. Mhm. Also das Rot steht auf jeden Fall sehr gut. Ja, sehr schön. Und ja, es war auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir noch ein Bardot, heißt es, dazugegeben haben, weil natürlich der Ausschnitt sonst eher unpassend gewesen wäre. Und das wäre dann zu sexy gewesen. Ja, genau. Sie waren natürlich auch mit dabei bei der Ankleide der beiden Damen. Wie ist denn das so vonstatten gegangen? War es einfach, die beiden Damen einzukleiden? Oder haben Sie vielleicht auch ein bisschen herumgezickt, unsere Moderatoren, haben gesagt, nein, wir wollen da noch eine andere Farbnuance haben? Nein, überhaupt nicht. Also es hat eigentlich das gesamte Projekt sehr gut funktioniert. Es hat ja erst vor 4 Wochen begonnen, da ist die Anfrage gekommen, ob wir 2 Ballkleider machen können. Und ja, dann haben die beiden Studentinnen sehr schnell Entwürfe gemacht, innerhalb von 3 Tagen eigentlich. Ja. Und die Moderatorinnen konnten dann ja mit aussuchen. Und es hat eigentlich auf Anhieb gepasst. Wir mussten nur eine Kleinigkeit ändern, also zu lang war das eine Kleid. Und es wurde dann noch gekürzt und... Ja. Das ist ja oft das Dilemma mit den Schuhen. Also ich habe eine Dame gehabt, dass sie mit den falschen Schuhen zur Probe gehen und dann kommen sie mit den richtigen Schuhen. Und dann kurz oder zu lang, ja. Ja, aber wir haben das cool. Also wir haben das dann auch noch durchgetestet. Also das sollte jetzt wirklich passen. Also und Tüll ist auch ein Thema heuer beim Opernball. Auf jeden Fall. Ja, also auch. Tüll ist immer, wird, glaube ich, immer Trend bleiben. Aber eben die florale Muster oder sowas, das ist auch sehr in den Trend gekommen, dass peppt eigentlich die Kleider, also schlichte Kleider eigentlich ziemlich auf, was für junge Leute wieder sehr gut ist. Für uns Männer ist fad eigentlich, weil wir haben immer selber an. Ja, wir kommen rein wie die Pinguine und gehen wieder aus. Das würde ich auch aufweichen irgendwie. Was kann man da machen? Zum Beispiel, wir brauchen ja einen Frack. Für morgen dann, genau. Was kann man da machen? Eigentlich haben wir 0 Möglichkeiten. Ich meine, die Fracks haben sich auch nicht wirklich sehr verändert in den letzten Jahren. Inzwischen waren sie einmal taillierter, jetzt sind sie wieder eigentlich ziemlich gerade geschnitten. Für mich. Aber ja, also ich würde das irgendwann auf die Dauer auflockern, weil sonst ist eigentlich fad. Was sind denn die absoluten Trends bei dem heutigen Opernball? Wie sollen sich denn die Frauen auf jeden Fall anziehen? Also ich würde sagen, auf jeden Fall elegant, wie jedes Jahr. Letztes Jahr hat man oft viel so Puffärmeln und solche Sachen gesehen. Ich hoffe, dass das wieder verschwunden ist und dass wieder mehr Eleganz einzieht. Also das wünsche ich mir. Und gibt es auch solche Evergreens, die man quasi jedes Jahr auch anziehen kann als Frau? Also so wie wir unseren Frack, oder müssen sich die Frauen immer aufs Neue einkleiden? Naja, also...
Da ist auch eine Kostenfrage. Aber keine Frau tragt eine Kleid fünfmal hintereinander. Man kann es auch fünfmal wieder tragen. Das würden die Zeitungen dann sicher schreiben. Ja, nein, aber ein A-Linienkleid, ein schönes, das geht immer. Oder eben ein schlichtes Tüllkleid, würde ich sagen, nicht so aufgebauscht, weil dann schaut man auch wieder aus wie ein Marshmallow oder sowas ähnliches. Was ich mir aufgefallen ist, ich bin ein guter Beobachter vom Fußball, auch an Frauen. Viele Frauen machen den Fehler, dann müssen sie auch wirklich was machen. Der Vorderteil passt immer. Aber die Frau geht einmal weg und dann siehst sie von hinten. Und hinten ist es oft, ich würde sagen melodramatisch, aber es ist nicht so, wie es sein soll. Mhm. Also ich glaube, da muss man auch die Frauen aufmerksam machen, weil sie sieht sich ja hinten nicht so gut oder halt sofort knuddelt, aber das ist eigentlich das auch aufgefallen. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir das rote Kleid ganz speziell. Also das heute darauf achten, also unsere beiden Opernballkleider, da haben wir auf das Rücksicht genommen. Super. Werden wir natürlich ganz genau zuschauen. Falls jetzt ein junges Mädel zuschaut und sich denkt, hey cool, ich möchte auch mal gerne Moderatorinnen einkleiden. Wie kommt man zu euch zur Modeschule Michel Beuern und vor allem, wie schnell geht es da, bis man tatsächlich als designende Schülerin auch so Moderatorinnen einkleiden darf? Das kann eigentlich schneller gehen, als man glaubt. Also Sie sind eigentlich das erste Semester erst genau, bei uns. Genau, ich habe im September erst begonnen, richtig zu nähen. Ich habe eigentlich ich habe davor keinerlei Erfahrung gehabt mit einer Nähmaschine und wir werden auf jeden Fall sehr gut vorbereitet und es geht schnell. Man muss sagen, dass ihr erstes Ballkleid und dann gleich für den Opernball. Beachtlich. Und so schön geworden, muss man auch sagen. Da muss ich aber schon sagen, da war natürlich ein gutes Lehrerinnen-Team auch dahinter, das unterstützt hat. Und zwei Kolleginnen aus meiner Klasse haben natürlich auch fleißig mitgeholfen. Und wie schaut es bei dir aus? Auch erstes Semester oder bist du schon länger in der Schule? Ich bin im fünften Jahrgang in der Höhere. Und es ist in der Hinsicht mein erstes Ballkleid, weil ich sehr oft für mich selber nähe. Weil ich sehr gerne auf Bälle gehe und von daher ist es sicher schon mein 8. oder 9. Ballkleid, das ich genäht habe. Aber trotzdem eine neue Herausforderung, weil es nicht für mich war. Also ich kenne ja meine Maße, meine Stellen, wo ich aufpassen muss und es ist was ganz Neues für jemand anderen wirklich zu nähen. Abschließend, habt ihr auch Männer in der Schule oder nur Mädels? Wir haben auch Männer in der Schule, wir haben 100 Burschen und ca. 600 Mädels. Na also, bitte, doch. Da haben die Burschen die auch so alles sehr gut. Also, sehr schön. Hurra oder die Armen? Die Mädels sagen schon. Ja, auf jeden Fall. Gut, danke schön für euren Besuch hier bei uns im Studio. Modeschule Michel Beuern hat eben unsere Moderatorinnen für den Opernball eingekleidet. Wir sehen hier noch einmal schöne Kleider von Denise Neher und Denise Eichelburg. Werden sie dann auch heute live hier bei uns im Programm sehen. Am Abend werden unsere beiden Top-Moderatorinnen hier durch den Opernballabend führen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und sind dann gleich zurück hier bei uns auf OE24 TV. Nochmal danke für den Besuch. Sehr gerne. Dankeschön.